Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an, EM-Gold im eigenen Land zu gewinnen? Ich kann es auch gar nicht glauben, es ist alles noch so ein Traum. Ich hoffe, der wird irgendwann wahr. Ich wache auf, ich denke, wenn ich dann morgen Abend die Medaille umgehängt bekomme, ist einfach unfassbar. Hast du im Vorfeld mit der Goldmedaille geliebäugelt? Ja, es haben viele, ist mir vielleicht nicht zugetraut. Ich wusste, wenn ich fit bin, kann ich auf jeden Fall um die Medaille mitwerfen. Wenn die anderen auch ein bisschen schwächeln und ich fit bin, kann es auch Gold werden, das wusste ich. Und nach gestern, ja, wollte ich schon Gold haben, ich wollte es unbedingt und hat dann geklappt. Wie hat sich das angefühlt, vor einem heimischen Publikum an den Start zu gehen? Ja, es ist einfach nur krass. Also die anderen haben mir erzählt, die schon 2009 dabei waren. Ich war mit Katrin auf dem Zimmer und habe gefragt, ist es wirklich so, wie die erzählen? Sie so, ja. Aber dass es wirklich dann noch so ist, ist dann noch unfassbarer, ja. Wie feierst du heute Abend noch? Ach, ich habe keine Ahnung, das werden wir jetzt alles sehen. Ich denke, es wird eine kurze Nacht und ich werde es genießen. Viel Spaß. Danke. Dankeschön.